Hallo zusammen. Ja, mein Thema heute ist entfesseltes Blitzen der Natur. Bin ich hier im Pfernheimer Wald und habe mir schon zwei Bäume rausgesucht, die hier auf dem Boden liegen, mit ganz abstrakten Astformen. Und da hoffe ich, gute Bilder zu bekommen mit dem Blitz von der Seite. Ja, kurze Info zwischendurch. Leider ist mein Audioadapter für die GoPro immer noch nicht da. Nach, ja, man kann es nicht glauben, 3 Monaten Bestellzeit. Aktueller Liefertermin jetzt seit 20. März. Ich lasse mich überraschen, ob er kommt. Wurde ja schon des Öfteren immer wieder mit Liefertermin vertröstet. Schauen wir mal. Ja, wie komme ich zu dem Thema entfesseltes Blitzen? In YouTube bin ich da drauf gekommen. Durch Zufall habe ich ein paar Videos angeschaut und es hat mich neugierig gemacht. Und dachte mir, ja gut, probiere ich auch mal aus. Haben wir dann entsprechendes Equipment gekauft, sprich den Wireless Trigger WT1 von Metz für die Fernsteuerung von meinem Blitz. Und ja, heute erste Versuch, also absoluter Anfänger, was dies betrifft. Und ich bin mal selbst gespannt. Ja, ja, jetzt warte ich auf die Dämmerung, bis sie einsetzt. Und muss dann alles relativ schnell gehen, denke ich, dass, weil dann der Autofokus, denke ich, Probleme bekommen könnte, das Motiv scharf zu stellen. Und aller Anfang ist schwer. Ich probiere es aus. Bin selbst gespannt, wie es wird. Und ja, lass mich überraschen. Ich werde dann bei den Motiven selbst beim Blitzen, beim Fotografieren beziehungsweise dann auch die GoPro einschalten, aber nicht weiter kommentieren bezüglich beziehungsweise Kameraeinstellungen und was ich an Equipment verwendet habe, kommt dann unten in die Beschreibungen rein. Und ja, warten wir auf die Dämmerung, dann legen wir los. Bis dann.
ersten Bilder. Werde ich mit der Softbox probieren. Habe ich auch noch keine Erfahrung damit mit der Softbox. Also ziemlich viel neu an Technik für mich und zum Probieren. Und ja, ich hoffe, dass die Ausleuchtung ein bisschen eine größere Fläche einnimmt mit der Softbox. Ausprobieren. Ich werde auch den Vergleich machen mit Softbox, einmal ohne Softbox, dass ich den Unterschied sehe und mein Gefühl dafür bekomme, mit der Softbox zu arbeiten und ausprobieren. Ja, probieren. Viel Zeit wird man nicht mehr bleiben, bis der Autofokus anfängt zu springen. Und ich muss beeilen. Aber ich denke, sieht nicht schlecht aus. Schöne Stimmung. Das Ganze ohne Softbox. Ja. Mal sehen, wie da die Stimmung sich ergibt. Ich mir schon gedacht habe, ist halt viel konzentrierter der Lichtstrahl und lokal nicht so eine große Fläche wie die Softbox ausstrahlt. Und ich denke, ja, haben aber beide Versionen an Bildern ihre Stimmung, mitten ohne Softbox, finde ich. Noch ein paar machen. Mehr Fläche, Abdeckung. Unglaublich, was so eine kleine Softbox ausmacht. Ja, das dürfte es gewesen sein. Der Autofokus findet keinen Punkt mehr zum Scharfstellen. Ja, das war mal zweite Session mit entfesselten Blitzen der Natur. Bin mal auf die Bilder gespannt am PC. Und das Bildband gibt es dann auf meiner Homepage photobattle.de. Kann man dann das ganze Bildband ansehen von der ersten und zweiten Session. Und ja, ich freue mich schon auf die Bilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.